Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich Plätzchen, so ein vielleicht Quarkgebäck besser zu nennen. Und so sieht es aus. Es ist so wie eine kleine Rosen, so gemacht. Habe ich manche mit dem Zuckerguss gemacht und manche einfach so gelassen und mit Puderzucker bestreut. Die sind sehr, sehr weich und schmecken die sehr, sehr lecker. Schaut ihr, wie wenn ihr die auseinander macht, wie weich sind die. Und wenn ihr Interesse habt, wie backe ich diese Plätzchen, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Aber bevor ich euch zeige, wie es geht, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr könnt jetzt mein Buch erwerben. Und wie es geht, es stehen die Links unten in die Beschreibung. Klickt ihr einfach auf den Link. Außerdem, wer bis 16. Dezember Buch vorbestellt, kann ich auch an Gewinnspiel teilnehmen. Und den Link zu Gewinnspiel steht auch unten in die Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video anschauen. Für den Teig brauchen wir Quark, wie ihr wollt, ob Magerquark oder mit 20% Fett, was ihr im Kühlschrank habt. Prise Salz, 2 Eigelbe, geschmolzene Butter, Zucker, Vanillinzucker. Verrühren wir erstmal. Das abgemessene Mehl und Backpulver durchsieben. Hier alle Zutaten zu diesem Rezept stehen unten in der Beschreibung, wie immer. Und werden wir das Mehl portionsweise dazugeben und ein weicher Teig herstellen. Erstmal mit dem Löffel. Und dann mit den Händen. Es soll ein weicher Teig erstellen, aber er soll nicht kleben. Und wenn es notwendig ist, dann ein bisschen Mehl dazu geben. Gebe jetzt einen Esslöffel auf den Tisch. Mit ein bisschen Mehl den Schüssel abreiben und den Teigreste auch mitnehmen. Und jetzt den Teig gut zerkneten zu einer Kugel. Und wenn es notwendig ist, ein bisschen Mehl dazu geben. So, ungefähr habe ich noch 1,5 Esslöffel Mehl reingeknetet. Und jetzt decke ich zu und lassen wir jetzt den Teig ungefähr so 10-15 Minuten ruhen. So, nach 10 Minuten können wir es weitermachen. Teilen wir es mal den Teig auf 2 Teile, das ist dann einfacher zu arbeiten. Ein Teil geben wir wieder unter den Schüssel, dass er nicht antrocknet und den werden wir ausrollen. Natürlich ein bisschen Mehl geben und ausrollen. So, ich rolle relativ dünn aus, so ungefähr wird es 2, vielleicht höchstens 3 mm. Und dann brauchen wir ein Glas oder Aussteckformchen und machen wir dann die Kreise. In meinem Fall, das Glas hat 7,5 cm Durchmesser. Immer wieder in Mehl betunken und dann ausdrucken. Dann wird das nichts kleben. Reste wieder zu einer Nolle machen, unter den Deckel legen. Und danach nochmal ausrollen. Und jetzt werden wir basteln. Wir nehmen
wahrscheinlich 4 solche Kreise und werden wir die überlappen. Und dann rollen wir zu einer Rolle. Danach diese Rolle in die Mitte teilen. Und dann haben wir so eine kleine Rose. Kann man auch 5 nehmen. Und so basteln wir jetzt alle fertig. Schaut, sieht süß aus. Können wir gleich auf den Blech. Ich habe hier so eine Dauerfolie, ein bisschen mit Mehl bestäubt und draufsetzen. Und so machen wir erstmal die alle fertig. So, meine Lieben, bin ich jetzt fertig, habe ich 18 Röschen bekommen und dann 2 so eine, so habe ich wie eine kleine Wurst gemacht und dann einfach zusammengerollt, so 2 Plätzchen. Jetzt kann man natürlich es mit Ei bestreichen, dann werden die dann so goldig. Kann man aber auch so lassen und danach nur mit Puderzucker bestreuen. Oder macht man einen Zuckerguss und vielleicht sogar anfärbt ihn und dann bestreicht. Und möchte ich gerne diese Röschen danach auch mit dem Zuckerguss dekorieren. So, den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 180 Grad und jetzt gehen unsere Röschen für 25 Minuten backen. So, nach 25 Minuten sehen unsere Plätzchen, unsere Röschen so aus. Die erste habe ich irgendwie nicht so richtig festgemacht an die Seite, sind die auseinandergegangen. Aber ganz ehrlich, die sehen wirklich sehr hübsch aus und auf den Rosenbusch, die Rosen sehen auch alle unterschiedlich aus. Deswegen keine Panne. So, jetzt lasse ich die ein bisschen abkühlen und werde die danach noch mit dem Zuckerguss dekorieren. So, ein paar Stück werde ich nur mit dem Puderzucker machen. Die werden hier so zu doll auseinandergegangen. Und Rest machen wir einen Zuckerguss. Ich habe jetzt ungefähr hier 60 Gramm Puderzucker und nehme jetzt ein bisschen von Zitronensaft. Muss aufpassen auf die Kerne. Verrühren wir. Mal schauen, ob wir noch was brauchen oder nicht. Es soll etwas dickflüssig sein. Ja, das reicht. Und dann kann man die Lebensmittelfarbe dazu geben, rot oder gelb oder mischt man unterschiedliche. Ich mache nur rot. Und bestreichen wir unsere Röschen. Oder macht mal so, dass jedes Blatt ein bisschen anstreicht oder einfach nur obendrauf. So wie es ist. Ich finde, die mit Puderzucker sehen auch sehr gut aus. Deswegen könnt ihr euch aussuchen, wie möchtet ihr gerne die dekorieren. Wenn ihr Zeit habt und Lust, dann dekoriert ihr mit dem Guss. Wenn nicht, auch mit Puderzucker. Kommt ihr auch sehr gut an. Und der Gebäck ist so weich, wirklich sehr, sehr weich. So, meine Lieben. Bin ich jetzt fertig? Schaut ihr, wie toll sieht das aus? Ist noch ein bisschen übrig geblieben. Ich glaube, für diese Mini hätte 2 Esslöffel Puderzucker gereicht. Aber es ist nicht schlimm, weil morgen möchte ich gerne weiter Plätzchen backen. Und da kann man morgen mit ein paar Tropfen heißes Wasser wieder das alles anrühren. So, meine Lieben, schaut ihr, wie es aussieht. Ich habe sogar auf diese Plätzchen mit dem Guss trotzdem noch ganz bisschen so einen Hauch von dem Puderzucker reingemacht, wie eine kleine Schnee, kann man sagen, die Rosen im Winter. So, und jetzt werden wir mal eine aufbrechen und mal schauen, wie die aussehen. Nehmen wir gleich diese erste große Schaute. So schön weich sind die. Aber Quarkteig ist immer ein wunderbarer Plätzchenteig. So, meine Lieben,
Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Weihnachtsbäckerei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!